Tag zusammen und willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm mit den Maori am Ende des Jahres 1400. Ja, wir haben ja noch eine Hilfsanforderung von unseren Portugiesen. Und da sehe ich, dass hier Peter der Zweite sich auf den ersten Platz geschoben hat. Ich denke, da sollten wir mal gegensteuern, um die zwei Diplomatiepunkte uns noch zu sichern. Wir sehen auch hier oben in Sao Paulo und in Rio de Janeiro werden hier Hilfslieferungen errichtet. Ja, ich denke, wir als Maori machen das ganz schnöde mit Geld. Ansonsten, was wird hier noch errichtet? Bibliothek in Belem, archäologisches Museum. Ja, er baut hier massiv die Forschung auch noch aus. Ja, also, das heißt, wir schicken Portugal ein bisschen Geld. Dann machen wir mal 200 raus. Geschenk überreichen. So, das sollte helfen, die Naturkatastrophe abzumildern. Gut, dann können wir die Runde an dieser Stelle auch beenden. Soll ich gucken, dass wir jetzt hier auch ein bisschen gegensteuern gegen diese Hilfslieferung, aber wir sehen ja ganz gut, was die Brasilianer jetzt machen. Hier wird der Panama-Kanal errichtet in Recife. Ja. Und die Brasilianer sind jetzt auch nicht mehr im, doch sind im Krieg mit den Amerikanern. Aha. Aber ich glaube, im Moment durch diese Bergkette passiert ja nichts hier. Und hier. Hier Kämpfe stattfinden am Missouri. So, und die Portugiesen haben ein Barbaren-Außenlager entfernt. Das wird ja genau. Das war das hier oben bei Funchal. So, Nubien plant eine Stadt zu gründen. Da bin ich mal gespannt, wo da noch Platz ist. So, die Schotten haben den Nationalismus abgeschlossen. So, aber hier oben entstehen direkt die nächsten, die Felsfalken nördlich von Cincinnati. So, also. Die Wirtschaft ist ein Bereich, in dem eigene Wünsche kaum eine Rolle spielen. So, das Wirtschaftswesen entwickelt, das hilft uns nicht so viel, weil wir keine Handelsplätze haben. So, wir können aber einen weiteren Handelsweg unterhalten, das gucken wir uns gleich mal an. Das wissen wir alles. So, ich möchte diesen Spion, den können wir ja nur zu den Khmeren schicken oder zu den Portugiesen und ich schicke ihn mal hier nach Yasodharapura. Dann können wir Mittel abschöpfen, Technologie stehlen, ja. So. Auf dem Weg zur Dampfmaschine, auch wenn wir da als Maori natürlich auf die fossilen Energieträger nicht setzen werden. So. Also, wir haben einen Spion in Kaviar abgeschlossen. Jetzt können wir hier gucken. Das Arsenal von Venedig, ich glaube, das ist unnötig. Die Hilfeleistung. Der Armbrustschütze hier, der angebaut ist. Dann schieben wir hier einen Händler. Kurz dazwischen. Erkunden hier weiter den Kontinent mit unseren Einheiten. Ich glaube, da herrscht jetzt auch wieder Frieden zwischen den Khmeren und den Nubiern. Aber die Erkundung können wir trotzdem fortsetzen. So, das Eisen schließen wir an. So, jetzt können wir mal gucken, ob hier oben noch Einheiten sind. Von den Dreisegelbarbaren. Aber da haben die Portugiesen ja kurz im Prozess gemacht. Oha, da ist ein Unterseeboot sogar. So, in Lissabon angekommen, werden wir hier den Spion erstmal damit beauftragen, Quellen zu beschaffen.
So. Boah, dass jetzt die Barbaren hier schon mit U-Booten unterwegs sind, ist natürlich schon hart. Und so, jetzt gucken wir mal an, die Hilfslieferungen. 1000 zu 300. Wie sieht es denn aus hier? Baut der noch weiter? Der schiebt das nochmal nach. Tja, da müssen wir wohl nochmal Geld schicken an den portugiesischen Herrscher Johann, um dann dagegen zu halten. Dann schicken wir mal, also die Diplomatiepunkte, das ist ja unser Ziel. Da müssen wir mal das ganze Einkommen aus dieser Runde dafür aufwenden. Gut, ja, sonst ist es im Moment relativ ruhig. Wir können noch mal gucken hier. Taj Mahal wird in 3 Runden in Opango fertig. Das ist gut. So, Handelsweg wird abgeschlossen. Das gibt noch mal Zeitalterpunkte. Einen weiteren Wohnraum. So, dann können wir das aber alles wegklicken. So, Brasilien hält Jane Austen als große Schriftstellerin. Nubien denkt über einen Krieg gegen Amerika nach. Auch interessant. Was haben die denn miteinander zu schaffen? Die liegen an völlig unterschiedlichen Ecken. China hat die Industrialisierung abgeschlossen. Ja. So, Khmer hat die Forschung der fortgeschrittenen Luftfahrt sogar schon abgeschlossen. Ja, jetzt fehlt, glaube ich, nur das Öl. Man sieht ja auch, Jiadong ist hier auch mit dem Flugplatz dabei. Schottland Drall. Da müssen wir gucken, dass wir hier unten, wo wir es hier nochmal. Richten wir ja gerade den Bezirk und den Campus. So, den nächsten Händler. Sehr schön. Da ist die Frage, ob wir den nicht. Ja, eigentlich geht es erstmal ums Erwirtschaften von Gold, also nach Xiang. Das wäre noch 3 Produktionen dazu, das machen wir. Das ist unsere Stadt und den Weg dahin wiederholen wir. So, da haben wir jetzt nämlich den nächsten. Da ist die Frage, ich gucke nochmal hier in der Übersicht. Wo wir alles hin können. Zu den Amerikanern schicken wir was. Zu den Khmeren, Stadtstaaten. Ja, Frage ist, ob wir hier nicht den noch nach Opango schicken. Ja, das brächte halt nochmal Produktion für andere Städte. Das machen wir auch, dass wir den hier mal nach Upango. Ich glaube, das Geld ist jetzt nicht so wichtig, wobei den könnten wir dann auch schicken wir den mal nach Ngarua-Varia. Dann kriegt die Stadt auch noch ein bisschen Unterstützung. So, hier. Gucken, haben wir hier schon angeschlossen? Ja, ne? Plantage, genau. So, dann haben wir oben noch die Steine. Die nehmen wir auch noch mit. Wobei. Da unten waren noch Krabben, die wir nicht angeschlossen haben. Die sind eigentlich viel wichtiger. Zurück und einmal zu den Krabben, bitte. So, hier gehen wir Richtung Mittler.
Die nächste Großstadt der Khmer. Auch hier. Oh, hier gibt's noch. Die See schien vor und zurück in ihre Mitte zu wogen und durch die konvulsive Bewegung der Erde vom Gestade weggedrängt zu werden. Es steht fest, dass zumindest das Ufer beträchtlich vergrößert war und zahlreiche Meerestiere waren darauf verblieben. Auf der anderen Seite offenbarte eine schwarze und schreckliche Wolke, durchbrochen von schnellen, gezackten Blitzen, ein Meer unterschiedlich geformter Flammen hinter sich. So, den Vesuv entdeckt. Ja, okay. Damit sind wir, was die Zeitalterpunkte angeht, schon mal safe. Wir brauchen noch 12 innerhalb der nächsten Runden. Mal gucken, das zu schaffen. So, die Hauptstadt hat die Botschaftskanzlei abgeschlossen. So, jetzt ist die Frage, Wasserdamm oder 800, 1200. Ich glaube, der Wasserpark ist jetzt noch nicht so wichtig hier. Wir bauen hier auch mal Hilfeleistung. Müssen auch mal gegensteuern. Die Punkte will ich unbedingt haben. So, Wanganui hat die Schiffswerft abgeschlossen. Auch da. Ich glaube, hier können wir den Wasserpark schon bauen. Das ist unproblematisch. Ja, wohin? Mal gucken, hier oben wäre gar nicht verkehrt. Jetzt wollen wir den mal hier hin. Ja. So, dann haben wir in Kaviar den Händler abgeschlossen. Auch da bauen wir Hilfeleistungen für die Portugiesen. So, hier ist der Kornspeicher. So, dann errichten wir hier das Monument. So, hier haben wir, glaube ich, wenig Chancen gegen das Unterseeboot, deswegen ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück. Da kommen auch schon die Schiffe der Portugiesen. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt müsste ja das Taj Mahal rechtzeitig fertig werden. Das gibt uns vielleicht nochmal den Schub. Vielleicht schaffen wir das, ins goldene Zeitalter zu kommen. Das wäre natürlich jetzt prima. So, der Panama-Kanal wahrscheinlich. Ja, genau, den hat Peter abgeschlossen. Der ist ja hier entstanden in Recife. Da wird jetzt auch eine Universität nachgeschoben. Belém baut auch Curitiba. Ja, der macht schon massiv Druck, der die Brasilianer. So, Truppen bevor der Grenze bewegen, ja, wir laufen halt durch. So, Nubien hat den Stahl entdeckt. Das mit den Hilfeleistungen hier der Brasilianer finde ich ja sehr unangenehm. Das heißt, die scheinen auch in diese Richtung zu gehen. Was haben die denn? Die haben jetzt 5 Punkte, wir haben 8. Ja, da müssen wir leider nachlegen. Noch sind wir ja in Schlagdistanz, aber das sollten wir mitnehmen. Man kann darüber streiten, ob die menschliche Rasse durch den Vormarsch der Wissenschaft über die Dampfmaschine hinaus etwas gewonnen hat. So, Dampfmaschine, auch das ist jetzt für uns, ja, also Eisenbahn können wir gar nicht bauen, macht glaube ich auch für unsere Region gar nicht so viel Sinn. So, Nankor Tom, da können wir jetzt gleich aktiv werden. Und die Allianzstufe ist gestiegen. Sehr schön. So, also mal gucken hier. Ich spare jetzt einfach mal das Geld auf. Vielleicht kommen wir damit besser zurecht.
So, also ist die Frage, schöpfen wir hier Mittel ab oder Technologiebonus? Also wir müssen hier erstmal Quellen beschaffen, sonst haben wir hier keine Chance. So, hier haben wir jetzt Mittel abschöpfen, Technologie stehlen, 74% die Kernspaltung. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Mittel abschöpfen, damit wir hier Erfahrung sammeln. Mal gucken, was passiert. So, hier müssen wir außen rum, um Angkor Wat. Ja, hier bleiben wir mal in der Nähe, mal gucken, was passiert. Und hier marschieren wir weiter Richtung Mittler. Gucken uns das mal an. So, also hier Xiang. Ja, das geht auch nach Xiang. 23 plus 3 Produktion plus 4 Forschung. Ja, warum nicht? Das ist unsere primäre Handelsstadt hier, mit der wir handeln, Xi'an, die chinesische Hauptstadt. So, also mal gucken. 800 und 1400 Punkte. So, nächste Runde wird das Taj Mahal fertiggestellt. Sehr schön. Mike hat den großen General Tupac Amaru erhalten. Der große Künstler El Greco. Wir könnten noch mal gucken, wie das da aussieht bei uns. Großen Künstler erhalten wir auch in 7 Runden. Großen Musiker in 8 Runden. So, wir brauchen tatsächlich keine, also die großen Werke verkaufen wir nicht. Salpeter, sind das Kriegsvorbereitungen? Das machen wir lieber so. Wir können auch nochmal einmal Wale verkaufen, aber den Salpeter brauchen wir im Moment nicht. Den können wir an die Nubier verkaufen. Großen Admiral bekommen wir demnächst wieder, den brauchen wir nicht. Hat einen Flugplatz in Meroe gebaut. Ich frage mich, ob die jetzt alle schon Öl haben. Gucken wir mal eben schnell nach. Ah, die Portugiesen haben auch CO2-Emissionen, ist aber alles Kohle. Da ist bisher noch nichts passiert. So, Khmer hat gerade den Schotten den Krieg erklärt. Oha. Ja, dann Maskat hat gerade Schottland den Krieg erklärt als verbündeter Stadtstaat. Da bin ich mal gespannt, denn die Schotten sind, glaube ich, nicht so stark. Hast du jemals ein Luftschloss gebaut? Hier ist eins, auf die Erde herabgebracht und zum Staunen der Zeitalter festgemacht. So, das Taj Mahal. Sehr schön, das gibt uns zusätzliche Zeitalterpunkte. Das ist prima. So, also was haben wir jetzt hier? Stadt verliert Loyalität. Ach, das ist hier vorne. Wie kritisch ist das? Oh. Okay, das können wir, glaube ich, ignorieren. Sollten da natürlich aber auch nochmal gegensteuern. So, sobald hier Tepokuhivi gewachsen ist, können wir den nächsten Bezirk bauen und dann kann Rena wechseln. So, Zeitalter Punkte plus 4 macht 104. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, Opango. Da ist jetzt die Frage.
errichten wir hier das Inventage. Es gibt nochmal große Künstlerpunkte. Alternativ, wenn wir in Hilfeleistung gucken. 806, da schieben wir die, glaube ich, auch nochmal ein. Das ist jetzt wichtiger, dass wir jetzt auch von den Städten aufgehen. So, dann marschieren wir mal hier vorne hin und gucken uns mal Mont Saint-Michel an, was hier gerade gebaut wird. So, hier haben wir jetzt die kriegerischen Handlungen. Aha, ein Schlachtschiff in einem Binnensee. Das ist natürlich auch sehr geschickt. So, das U-Boot ist aber völlig isoliert. Behalten wir das mal im Blick. So, also mit 1400... Also da können wir dazwischen grätschen, sind noch 9 Runden. Tja, Parlamentsgebäude müssen wir mal schauen. Na ja, gut, dann können wir diese Runde jetzt auch beenden. Es passiert im Moment ja nicht ganz so viel. So. Da können wir die Krabben noch anschließen. Wir könnten mal gucken, ob wir hier mal eben was verkaufen können. Wahl gegen Honig. Gibt es da noch ein bisschen Geld für? Ja, sehr schön. Ja, das ist doch prima. Gibt noch mal ein bisschen extra Bonus. Das kann alles weg. Groll haben wir entwickelt. Ja, können wir mal gucken, was hier passiert. Da kriegen wir die 8 Punkte noch voll. Und jetzt haben wir einen Wunderbau, haben wir jetzt ja gerade nicht. Bosnien hat auch die Industrialisierung. Das heißt, wir können jetzt auch gerade nicht die Politiken wechseln. Das geht erst mit der Demokratie. So, Portugal hat auch einen großen General. So, diejenigen unter uns mit einer starken Marine können ihren Willen auf der ganzen Welt durchsetzen, denn wir sind die wahren Herrscher der Meere. Aha, interessant, dass die Nubier diesen Schwerpunkt haben. Ich wüsste gar nicht, dass da viel ist. Amelitore hat sich bei Johann III. Auch für die Kooperation bei der Agenda große weiße Flotte bedankt. So, die Khmer marschieren gen Stirling. Bin ich mal gespannt, ob die Schotten das halten können. Aha, die haben ein feindliches Handelszentrum geplündert. Mal schauen, wie das jetzt hier punktetechnisch aussieht. Ja, wir sind punktetechnisch nicht schlecht durch unsere Wunder, die wir errichtet haben. Und Robert ist natürlich der Schwächste. Der Abstand nach vorne zu Peter und Johann ist natürlich schon extrem. Vor allem durch die Forschung, da hinken wir halt hinterher. Aber ich denke, wir können ganz gut mithalten. So, ein leichter Ausbruch des Vulkans. Da haben wir hier in Opango, oder? Das müsste Opango sein. Da müssen wir jetzt die Universität reparieren. So, Industriezeitalter endet in 7 Runden. So, hier wird jetzt das U-Boot angegriffen. Ja, aber ich denke, ich werde jetzt hier in Opango die Universität reparieren. Das schieben wir mal ein. Hilfsanforderungen gucken wir noch mal. Da liegen wir nicht so schlecht. 600, das können wir mit Geld sofort wettmachen. Ja, also, es geht voran bei den Maori. Wir haben hier die Hilfsleistung abgeschlossen im Kaviar. Ja, also, ich denke, wir entwickeln uns in die richtige Richtung.
Die Hauptstadt hat auch das Hilfsprojekt abgeschlossen. Das können wir nochmal einmal nachschieben. Denn wenn wir mal gucken, hier ist jetzt gerade, gibt es noch zwei, nee, drei Städte, die das machen. Denn da müssen wir also gegensteuern. Das ist aber kein Problem. Das machen wir. Den Rest machen wir durch finanzielle Unterstützung, um uns dann in 8 Runden diese Hilfsanforderungen zu sichern. Ja, prima. Dann denke ich, ist das ein guter Moment, um diese Folge hier wieder zu beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.